So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Yay! Von Dark World. Genau, Dark World, The Link to the Zelda, passt. Und Gareth ist auch irgendwo mit dabei. Oh, ich hab da was gesehen. Moment, ich kann doch rennen, ne? Wir können ja rennen jetzt. Ja. Für euch ist gar keine Zeit dazwischen vergangen, für uns wieder 7 Jahre. Minimum. So. Ich hab dir ja gesagt, dass meine Erinnerung hier so langsam so ein bisschen nachlässt. Ich weiß noch, wo der nächste Dungeon ist. Also du kannst mal etwas Lustiges machen, indem du unten links zu dem Baum gehst und volle Kanne gegenrennst. Gegen den da? Gegen den da unten, ja. Okay, pass auf. Hey, eine Fee. Brauchen wir die überhaupt? Naja, warum nicht? Ja. Schlafschmetterlingsnetz. Gut, um Bösewichte zu besiegen und Schmetterlinge zu fangen. Und Feen. Und Feen. Nom, 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 Fee. Schmetterlinge eigentlich noch nicht mal, nur Feen. Feen und Bienen. Bienen, genau. No. Also warum heißt es dann Schmetterlingsnetz, hä? Es sollte ein Feen- und Bienennetz sein. Aua. Richtig. Au, oh, die machen voll viel Alter, Schaden. Alter, die machen 2 Schaden. Mensch. Die, was auch immer, sind das überhaupt? Ich dachte eigentlich immer, das sollen Moblins darstellen. Ja. Sie haben was von Hunden mit ihr wegen ihren Ohren. Das stimmt, ja. Die Hunde machen 2 Schaden! Ich glaube, der erste Dungeon war ja da, wo auch in der Light World der Dungeon ist, ne? Das ist korrekt. Versteckt. Quasi. Quasi, ja. Ja, verstehen Sie? Manches ändert sich nie. Nee. Ich sehe jetzt etwas für unglaublich abstrakte Gegner. Was ist los mit dir? Ich spiel voll gut. Ich merk's. Weißt du, wenn ich das Spiel das letzte Mal angefasst habe? Ja, seit wir aufgenommen haben. Richtig. Oh, Magie. Ey, der Gegner da sieht voll. Der Gegner sieht voll aus wie Mario. Ja, das tut er. Ist da auch was drin? Nee. Aber was ich sagen wollte, mir fällt jetzt auf, was für unglaublich abstrakte Kreaturen das teilweise sind, die hier rumgurken. Ja, siehst du mal. Wow. Wir haben ja eine Fee. 2 Minuten? Wenigstens sind die. Und? Wenigstens kommen die Feen hier nur raus und bestäuben einen und Link frisst sie nicht wie irgendeinem anderen Zelda, glaube ich. Dom, dom, also dom, da sah es jedenfalls so aus. So, komm her. Jawohl. Ja, der lässt natürlich jetzt ein Herz fallen. Haben wir überhaupt genug. Ich glaube, wir haben gar nicht genug Geld für den Dungeon. Geld für den Dungeon? Ja. Ich hoffe einfach mal, dass wir genug haben, weil wenn nicht, wäre das dumm. Warte mal, war das nicht eigentlich noch irgendwie so. Da ist Sarah Heilrasen. Hallo Fremder, suchst du nach der goldenen Macht, dann bist du zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als erster berührt und der hat diese Welt erschaffen. Naja, eigentlich war es ja damals Link. Ja. Als allererstes. Ja, voll der Fail in der Timeline, ey. Ich spiel den Scheiß nicht mehr, er macht die ganze Timeline kaputt. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele, oh ja, auch ich suchte eins nach der goldenen Macht. Und jetzt bin ich ein Baum, Busch. Und sieh, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält dann die goldene Macht. So lange werde ich so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich, was unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce, goldene Macht. Am Ende wurde er wahnsinnig, deswegen hat er sein Sprachzentrum verloren und konnte nur noch Punkte sagen. Genau. Wissen, das ja. Not compute. Wir wissen, dass alle, die wahnsinnig werden, automatisch Tourette kriegen. Arschloch. Arschloch. So. Sahrazrazler ist nur ein Baum. Ja, ich finde, das macht vollkommen Sinn. Der ist es doch. Ich glaube, der ist es, oder? Muss der, ist ja der selber Baum. Ja. So, ich frage mich, wo wir lang müssen. Da, wo der Pfeil dann führt. Ich weiß nicht. Ich komme damit nicht klar. Dieser Druck. Okay, ja, das war ja die Kacke. Ja, mit den Punkten. Schon wieder diese ominösen Zeichen. Ich glaube, die wollen mich irgendwo hinführen. Die wollen dich nur in die Irre leiten. Tu's nicht! Stirb. Aber ich habe gerade, ganz im Ernst, ich habe gerade irgendwie echt so ein mulmiges Gefühl, dass wir echt zu wenig Geld haben für den Scheiß. Ach, Quatsch. Also, es sind entweder 100 oder 300, glaube ich. Pass auf, gleich sind es 200. So, dann müssen wir da lang. Und ich weiß, danach kommt der Affe mit uns mit. Genau. Ja, klar. Danke schön, dafür werde ich begleiten. Lass mich in Ruhe, Mann. Der redet so komisch. Töte ihn. Ah! Gott.
Ich drücke jetzt einfach mal ganz fest die Finger zusammen, dass es wirklich nur 100 waren. Schauen wir mal. Ja, 100. Yeah. 400 Rubine fichte diesen einen Studenten. Ja, ja. So würde ein Affe reden, wenn ich meine Stimme geben würde. Ich mag Affen nicht. Ich auch nicht. Ich bin kein großer Freund von Affen. Aber ich mag Super Monkey Ball sehr gerne. Und ich mag Donkey Kong Country und Super Monkey Ball. Donkey Kong Country ist nicht mal so mein Fall. Nicht? Nee, bin ich gar nicht mal so der Freund von Donkey Kong. Donkey 64? Bitte? Und der 64er? Den habe ich wohl durchgespielt, aber es war auch keiner dieser Titel, wo ich sage, den würde ich jederzeit wieder angreifen. Also da ziehe ich doch Banjo-Kazooie und sowas vor. Und sowas? Was gibt's denn noch? Meinst du Conker oder? Ja, Banjo-Kazooie, Conker, halt die anderen 3D-Jump'n'Runs auf dem N64. Hm. Sogar Super Mario 64 gefällt mir besser. Das klingt so, als würdest du das nicht mögen, Super Mario 64. Doch, natürlich. Achso, nee, weil so sogar das gefällt mir besser. Weißt nee, du? Ich meine, weil Super Mario 64 ja technisch gesehen weit, weit hinter Donkey Kong 64 ist. Ja, das stimmt. Ne? Aber Mario ist ein Ass in diesem Spiel, weil er mega hoch springen kann. Ja, die Kontrolle in Super Mario 64 ist super. Echt super. Ich stelle mich gerade echt gut an, hä? Ja. Das ist, weil du abgelenkt über Themen redest, die nicht zu diesem Let's Play gehören. Das sollten wir weitermachen. Das ist unglaublich. Das funktioniert hier gerade wie am Schnürchen. Haben wir eigentlich schon das Pulver? Ja. Ja, damit haben wir auch schon. Wir haben aber den Typen und wir haben noch die noch nicht angesprochen, die Typen. Habe ich schon das Wort Typ gesagt? Typ. Ich glaube, du hast Typ noch nicht gesagt. Du solltest das Wort auf jeden Fall öfter sagen. Ja. Ich finde das total ansprechend, wenn du Typ sagst. Da oben ist noch Ah, stimmt. Der Baum. Dem Aru, hörst du mich? Ich bin es, deine Zelda. Oh, doch. Entschuldigung. Frosch im Hals. Entschuldigung. Ich bin im Türkrottenfelsen. Ich habe keine Ahnung, welche Stimme ich hier gegeben habe. Warum hast du den Todesberg eingeschlossen? Ich weiß, dass du dein Bestes gibst, aber bitte, bitte beeil dich. Ich warte auf dich. Ungeduldig. Komm her, du Stück, rette mich. Und nimm dein Schwert mit. Du weißt schon. Das andere. Was meint sie? Wir nennen es immer Schwert. Warum? Naja, weil. Okay, reicht. Oh Gott, diese Monster. So. Du kennst nicht zufällig einen gewissen Sören? Nee. Es gab eine sehr schöne Szene. Er muss wissen, er ist der begabteste Zelda-Spieler der of World. Der ging ja nur mit Pfeilen, ne? Der ging nur mit Pfeilen, ja. Und er hing an diesem Raum, hing er, glaube ich, 3 Parts. Was? Er wusste nicht, wie den roten und die Folgen, er hatte so geniale Folgentitel wie der komische rote Mann. Und er hat alles versucht. Er hat sogar versucht, ihn mit dem Schmetterling nicht zu verprügeln. Bombenmatter geworfen. Mit dem Schwert draufgeschlagen. Jedes Item hat er probiert, außer Pfeile. Sehr gut. Also doch, er hat die Pfeile ausprobiert, er hat einmal geschossen und daneben geschossen, dann hat das Item gewechselt. Hast du das gesehen? Der Laser ging gerade einfach voll durch. Ja, das sind die kleinen Quakenquallen. Sowas Fieses. Die sich einfach mal denken, nein, nö, ich möchte jetzt eigentlich noch nicht tot gehen. Ja, da haben die gar keinen Bock drauf. So. Oh, ich weiß, dass die mich früher immer geärgert haben. Weil die immer genau dann anfangen zu jammen. Genau, das ist genau wie mit den gelben Chuchus in Skyward Sword. Diese Elektro-Dinger, die Blobs. Ja. Die fangen an mit ihrem Elektro-Scheiß, sobald du draufhaust. Oh, sie sind gerade aus. So, was haben wir denn da? Die Karte. Yeah. Oh. Damit sind wir schlauer geworden. Mensch, das läuft hier wie am Schnürchen. Links, ich frage mich ja, was für ein Item es hier gibt. Irgendwas, um Dick das zu vertreiben. Genau. Die sehr komisch. Wobei das hier ja eigentlich ein sehr weit auseinandergezogener Dick-Tree ist. Oder so. Trio, 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 Trio. So, was haben wir denn da? Feen! Das also ist damit ja sparen sie echt nicht hier. Überaus praktisch. Nehmen wir gleich eine mit, die wir verbraucht haben. Die Fee verbraucht. Ich fand die Feen ja immer voll creepy. Also früher fand ich die Feen immer creepy. Echt? Also so ganz früher, wo ich noch so ein kleiner Bub war, weil diese, wenn du sie mal anguckst, die haben irgendwie so einen ganz spitzen. Ja, das sieht aus, als hätten die so einen spitzen Haken irgendwie, mit dem die voll aufspießen können. Okay. Die Hand halt von denen sind so mega spitz.
Die Hand sind voll spitz, Mann. Voll die spitze Hand, ey. Ey, pass mal auf jetzt. Das geht schon. Oh. Ja. Fast. Geht das überhaupt? Hey, das geht tatsächlich. Das ist ja toll. So. Okay. Guck mal, du wurdest uns seit langer Zeit nicht mehr getroffen. Wir sollten weiter reden. Ich meine, das ist zwar ein Walk. Das ist echt unglaublich. Ich stelle mich hier. Das ist. Oh. Das ist der Ausgleich für den miserablen Anfang. Ja, ich hab einfach wieder ein bisschen gebraucht, weißt schon. Ja. Die Sache aber ich muss hier nochmal betonen, ich habe keinen Lag mehr. Ich habe also keine Ausrede mehr, wenn ich es wirklich verkacke. wenn ich es jetzt verkacke, bin ich wirklich ganz alleine selbst schuld. Ja. Was, der da oben? Ich glaube, das ist der unten links. Oh, Mann. Unten links. Danke. Vor allem. Es gibt nur einen unten links. Bastel. Genau. So, wir haben zwei Schlüssel. Und noch keine Tür dafür. Guck mal, der Endgegner. Oh, ich habe gespoilert. Hey, 8 Bomben. Geil. Ich finde diese krummen Zahlen hier immer so super. Ich mag das Geräusch, wenn man Bomben einsammelt. Hier hast du 53,5 Pfeile. Ich mag das Geräusch, wenn man Bomben einsammelt. Das so. Oh mein Gott, brauchen wir hier einen Schlüssel? Keine Ahnung. Ein Loch für unseren Schlüssel. Donks. Yay. Geil. Guck mal da, Turtle. Oh Gott, gegen die kann ich noch nichts machen. Ey, voll die Nachmache von Shiggy, ey. Voll scheiße, ey. Das Kackspiel. Moment. Damit. Ich weiß, dass man irgendwo sich durchsprengen musste. Ich weiß nur nicht, ob das hier war. Naja, gehen wir mal weiter. Ja, glaube schon. Ja, weil rechts gab es, glaube ich, auch noch so ein Loch. Ja. Oh Gott, ey. Die habe ich immer gehasst. Diese Assis. Das wird ewig dauern mit dem Ding, ne? Ich weiß. Oh, gar nicht zumindest so ewig. Die blauen gehen, aber ich glaube, die roten halten einfach scheiße viel aus. Ja. Ich glaube, das sind sogar später, wenn man das dickste Schwert hat, mit die resistentesten Gegner. So. Ich fand immer diese Stelle hier verwirrend, weil ich mir im Kopf die Perspektive hier nicht wirklich vorstellen kann, weil der Gegner ist jetzt offiziell unter uns, aber wir sind eigentlich nur links von der Plattform. Nur wenn wir jetzt springen, dann springen wir quasi eine Ebene runter. Auch wenn es so sieht, als wäre es auf der gleichen Ebene. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja. Siehst du, ich kann jetzt nicht treffen. Das ist aber auch sehr komisch gemacht, weil da kannst du, weil unten kannst du wieder treffen wieder. Ja, eben, weil ich dann wieder unter ihm bin, aber ich gehe die Treppen runter, wenn ich. Das kann mein Kopf einfach nicht begreifen. So. Wir können uns einfach darauf einigen, es ist nicht besonders glücklich. Nee. Okay, wundervoll. Sterb, Mann! Prima. Was sind das eigentlich? Bitte? Was sind das überhaupt? Ich hab keinen Schimmer. Tinten-Oktofische an Land. Puss. Da musst du eine Bombe rüberhauen. Ging das nicht auch so? Geht das so? Müsste schon, ja, ja. Tatsächlich. Skillshot, Mann! Yeah! Ich kenn mich halt aus. Die sehen noch ein bisschen aus wie die Glatzenkristall, wie die Glatzköpfe. Also die Kristallkugeln. Nur halt wandelnd. Das stimmt. Oh, beeil dich! Oh Gott, ja, da war was. Nein! Boah. Wow. Warum ist Link jetzt nicht losgegangen? Gott! What the fuck? Boah. Da macht das spannend. Natürlich. Master of Gänsehaut. Ich kann nichts gegen euch unternehmen. So viele noch Schlüsseltüren nicht. Und keine Löcher. Keine Schlüssel. Ja. Oh, der Rubinraum. Du bist gerade einfach bei mir überall rüber gelaufen, ohne dass sie eingesammelt wurden. Ja, ich bin auch über die meisten drüber gelaufen, ohne dass sie eingesammelt wurden. Weil mir das in dem Raum ständig passiert, dass ich über die Rubine laufe, ohne dass ich sie einsammle aus irgendwelchen Gründen. Ich finde solche Truhen so mega sinnvoll, wo einfach ein Pfeil drin ist. Ja, siehst du, manchmal erkennt er das nicht richtig. Ja. Das ist total strange. Und weißt du was, die Dinge gehen mir gerade derartig auf den Sack. Scheiß Bubbles. Jetzt kriegen wir hier unser ganzes Geld wieder, das wir an einen blöden Affen verschwendet haben. Der Raum ist bestimmt deswegen da und ich merke das jetzt erst, so viele Jahre später. Ja, jetzt begreift unser Verstand das erst, weißt du? Das Schöne ist auch... Ist aber wirklich so, früher hatten wir vieles einfach hingenommen. Ja. Und nicht weiter drüber nachgedacht. Ich fällt gerade auf, guck mal bitte, wie gering diese Wand da rechts ist von dir, ne? Ich meine, da könnte man einfach drüber steigen. Achso, die meinst du? Ja. Ja, nee. Link nicht. Der hat so kurze Beine. Schau dir doch mal die Stummelchen da an. Ja, apropos Geldsachen. Es gab eine Quest, die habe ich in Paper Mario ja geliebt. Da gibt es eine Szene, da musste man einem Typ irgendwie Geld geben und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Das war wirklich, das war abartig viel Kohle. Okay. Und
du hast wirklich dein ganzes Geld ausgegeben. Ich glaube, man muss dir im Endeffekt so viel geben, wie man tragen kann. Das ist viel gewesen. Und dann denkst du so, okay, für was? Und dann einfach nur, um zu gucken, ob man das wirklich macht, weil das Ende vom Lied war. Das war voll sinnlos jetzt irgendwie. Ich glaube, ich habe irgendwie was verpasst, oder? Ja, rechts kannst du noch lang. Ja, jedenfalls nee, das Ende vom Lied war, dass er einem das Geld dann einfach wiedergegeben hat. Wenn man es alles gemacht hat, sagst du, oh, ich wollte nur gucken, ob du es machst. Sehr gut. Mit da hätte ich den Schlüssel besser verwendet. Ja. Weil ich will da jetzt nochmal runterschauen. Da war nämlich noch ein Loch, das ich aufsprengen kann. Wo? Da. Nee, das geht nicht auf. Sicher? Ich glaube. Gut, es geht auf, aber ich würde da nicht runterspringen. Versuch macht klug. Oder tot. Warum hat's dann Ding gemacht? Das ist Sauerei. Sie haben mein Todesurteil gefunden. Scheiß Trollgame, Mann. So. Das hat dich gleich doppelt getrollt, weil es hat deinen Schaden verursacht jetzt. Stimmt, ich habe jetzt doch Schaden genommen in dem Dungeon. Ah, da erinnere ich mich auch dran. Da oben ist ein Schalter. Und da schieben wir einfach mal eine Statue drauf. Ja. Die, wie ich glaube ich schon mal erklärt hatte, wo ich früher immer dachte, das wäre ein Totenschädel. Ja, das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt. Was ich immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ja, ich mittlerweile auch nicht mehr, wo ich es weiß. Oh mein Gott, komischer roter Mann. Ja, was soll ich nur tun? Schmetterlingsnetz. So, ich finde es ja immer lustig, ihn so einen Pfeil rennen zu lassen. Ja, oh, ich gehe weg, oh. Oh, ich habe über... Oh, scheiße. Oh, das arme Wesen rein, dieses gekettet an deine Füße quasi. Das stimmt. Habe ich schon quasi gesagt? Quasi, ja, verstehen Sie. Oh, das nächste Rätsel, da erinnere ich mich auch noch. Das war toll. Hallo, ich bin ein hässlicher Golem. Ich möchte mit dir reden. Aua! Alter Mann, ich wollte nur den Tee. Effekt immer total eindrucksvoll, wie sich dann der Dungeon verschoben hat. Oh ja. Heutzutage ist das total... Sieht aber auch cool aus, muss man sagen. Ja, das ist echt schön gemacht. Und da unten sind jetzt wieder ganz viele Rubine, wo wir nicht lang können, weil wir da wieder den nackten Hammer-Golem brauchen. Ich glaube, wir kommen hier allgemein noch nicht durch, ne? Deswegen meine ich ja gerade diese Hammer-Dinger. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Wir haben immer noch den Weg ganz, ganz, ganz rechts. Weißt du? Den ich am Anfang, wo ich am Anfang links gegangen bin und die Brücke gesprengt habe. So, da. Ja, da müssen wir uns runterfallen lassen an der einen Stelle, wo du die Brücke gesprengt hast, weil da ist nämlich der Schlüssel, der liegt oben, das weiß ich noch. Ja, aber war das wirklich auf der linken? Ich bin mir relativ sicher, dass du da auf der rechten Seite sprengen musstest. Ein bisschen bin ich mir sicher. Also so zu... Zu 50%. Ja, und da unten ist auch ein Schlüssel drin, glaube ich. Da ist, glaube ich, ein Schlüssel drin, ja. Was soll auch sonst drin sein? Ich meine, wir haben alles sonst von Items hier. Ich meine, es könnte wieder ein Pfeil drin sein. Hier hast du einen Pfeil. Bitteschön. Einen einzigen. Gib nicht alles auf einmal aus. Weil, schau, wenn ich jetzt da... Ach nee, da rechts die Brücke war nur das Schieberätsel. Die kannst du schon mal, ja, genau, den Stein runterhauen. Und was war da? Ah! Du. Oh shit. Ach. Ich bin aus dem Weg, ihr scheiß Assis! Vor allem wird die auch immun gegen jeden Scheiß, ne? Ja. Pfeile und so, da sagt er einfach nur. Schau dir an, wie viel der aushält, der Drecksack. So. Ja, der hält einfach, das ist Scannen, hält weniger aus. Ja. Mit dem Master Schwert. Das ist wirklich so. Oh mein Gott, du hast ihn gerade geschlagen, ohne Rückstoß zu bekommen. Das habe ich gerade gemerkt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das gemacht habe. Wahrscheinlich hat der Strahli getroffen. Genau. So. Moment, das bringt mir noch gar nichts, wenn ich hier links rangehe, ne? Doch. Nee, mir fehlt Quatsch. Noch der Big Key. Oh, Mann. Ja. Das bringt mir noch überhaupt nichts. Nee. Oder war hier nicht auch ein Schlüssel in dem Raum? Das könnte allerdings schon sein. Ich denke, da war noch was. Bomben. Ich bin gut. Yay, ich habe ja erst 10. Moment. stirbt man. Warum machen die ja nicht kein Licht? Ich meine, sie brennen alles nieder. Das wäre, glaube ich, zu viel für die Engine gewesen. Da hätte sich das Spiel so gedacht. So muss ich gerade an das schwerste Super Nintendo-Spiel denken, was ich je gespielt habe. Ah, welches denn? Gott, wie hieß das nochmal? Man musste ein komisches
Priester-Austreiber-Mädchen spielen und einen Waschbären. Ah, ich weiß, was du meinst. Poki und Rocky oder so? Ich glaube, Rocky und Poppy oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Das ist voll cool, aber scheiße schwer, Mann. Oh ja. Das ist echt der Knüppel des Olymps der Videospiel quasi. Oh ja. So, ich würde aber sagen, den Rest des Dungeons darfst du angehen. Ja, stimmt. Ja, wir sind schon voll lange unterwegs. Okay. Und da ich den Dungeon so gut auswendig kenne, haben wir natürlich fast einen Part geschafft. Ja. Ich meine, viel zu erledigen hast du ja immer. Nö, eigentlich nur noch gleich das Item und den Boss zu knüppeln. Genau. Darfst du dich mit dem Boss rumschlagen. Dann sag ich mal, Leute. Bis. Tschüss! Tschö.